So, und zwar, wir gucken jetzt Luzern spielt gegen Sion. Okay, das könnte gut sein für Lugano und Lugano gegen Servette Genf. Könnte in der Hinsicht auch gut sein, dass für Genf um nichts mehr geht. Aber die haben ja das letzte Spiel auch noch 4-2 oder so gewonnen. Also die spielen teilweise dann schon noch ernst. So alles herschenken wollen sie dann auch nicht. Oh, Lindner verletzt jetzt 1 bis 3 Tage. Bruder, wir wollten dir auch den Einsatz geben. Du musst jetzt fit sein. Oh, mit 1 bis 3 Tagen sollte er eigentlich fit sein. Am 19.05. hat er sich verletzt, das passt schon. Und dann stellt er sich halt auch angeschlagen ins Tor. Das macht dem doch nichts. Der ist so eine Maschine. Jetzt bin ich gespannt. Boah, ich möchte. Wir spielen, glaube ich, mit Abdullah als. Mit Salah und ja, warte, wir schauen uns das gleich mal an. So, St. Gallen gegen Bern, ein spannendes Spiel. Lugano-Spiel spannend und Sion-Spiel ist spannend. Aber wir werden erstmal Neuchâtel jetzt so abschießen. Und zwar, Heinz Lindner kann spielen. Also geht's ab in die Startelf. Wir werden spielen mit Haidari. Paslic, Loving. So. Wir spielen ganz normal. Isufi geht mit auf die Bank. Sotka geht mit auf die Bank. Leider beide angeschlagen. Abdullah spielt mit Salah. Zusammen mit Bayraskin, Isufi, Xhaka. Rechts spielt Peter Pusic. Links spielt Mestre. Haben wir ja gesagt, der Bruder kriegt auch noch seinen Einsatz. Die linke Seite ist natürlich ein bisschen jung besetzt mit Abdullah und Mestre, aber die machen das schon. Hier auf der 10 spielt Zufi. Zufi kriegt da seinen Einsatz. Und vorne drin spielen Cabral. Und Bakambu. Dann wie gesagt, Isufi, Sotka geht mit, Frey geht mit und boah. Frey, Vasic, Ululu, Konmos. Ja, das sind sie. Das sind die Jungs, mit denen wir ins letzte Spiel reingehen. Luis Mestre kriegt hier noch die 37. Und dann geht's ab. Rabine. Zaubert den Fans am Ende der Saison nochmal ein Lächeln in das Gesicht. Fertig. Oh, der Dani sah interessant aus. Rediani, sorry. Habibi, ich schlag mich nicht. Walter hat den. Legt den lang ab, aber Lovin gewinnt es bei Freiburg. Haidari. Ey, mir gefällt das echt gut mit der Dreierkette, ne? Ich werde das öfter spielen nächstes Jahr. Pasic, Toka, Pusic, Toka. Pasic macht das auch richtig gut auf IV. Der gefällt mir so gut, der Typ. Pusic. Oh, ja.
Ja. Die Ecke war frei, der Schuss war leider trotzdem nicht gut. Digga, wir spielen ja mal offensiv, Digga. Das ist doch Tabellenletzte, die steigen wieder ab. Jungs. Sufi mit dem Freistoß. Ach du Lau! Alter, der hat richtig Bock. Über den müssen wir vielleicht doch nochmal nachdenken, ne? Jusic. Mestre. Xhaka. Boah, lang auf Abdullah. Der legt nochmal quer auf Bakambu. Hätte er sogar selber probieren können. Sufi. Wird geklärt von Mutara. Boah, jetzt pressen wir die aber auch so tot, ne? Xera. Pasche. Lovren Kusic. Auf Bakambu legt quer Cabral Kusic. Steckt ihn durch, Cabral. Alles noch heiß. Bakambu blockt ihn. Perfekt. Der ist da auch noch nicht ganz angekommen bei uns, muss man so sagen. Hat zwar ein paar gute Spiele gehabt, jetzt zwei Stück, glaube ich. Aber er ist noch nicht ganz da. Jetzt auf Cabral. Sehr stark. Der macht es abgezockt. Weiß gar nicht, hat er noch Chancen auf die Torjägerkanone? Ja, doch. Sofern Rafa mir nicht trifft. Und er jetzt noch zwei Dinger macht. Oder eins. Ich meine, Bakambu wieder mit einer Vorlage. Wichtig für die Scorerpunkte natürlich. Sufi bringt den lang rein. Oh, Haidari. Knallt da einfach mal drauf. Und Teixeira. Xhaka ist aber keine Rote jetzt, oder? Nee. Ja, das wäre es jetzt noch gewesen. Xhaka hinten auf Lindner. Loving. Abschluss schön gemacht von Mestre auf Zufi, auf Bakambu, auf Cabral, der nimmt außen Pusic mit. Ah, schade, sehr knapp. Teixeira mit dem Eckball. Also Neuchâtel versteckt sich da aber auch nicht hinten drin, ne? Die sind sehr aktiv. Bastic, auch zu viel. Hier klein klein. Kusic. Boah, Cabral, Junge, die Dinger müssen rein. Oh, Bro. Gut, sehr, sehr überlegen. Können wir vielleicht die anderen Spielstände sehen? Passa, warte, Luzern Sion 1-1, das heißt, es wird Sion im Moment retten. Lausanne führt gegen Zürich, das ist irrelevant. Lugano führt gegen Servette Genf, das wäre wichtig für die. Young Boys führen 1-0 gegen St. Gallen und wir führen 1-0 gegen Neuchâtel. Okay. Ergebnisse hier sehen in Ordnung aus, außer Mestre, aber dem verzeihen wir da mal. Teixeira kommt dann nicht vorbei und dann ist Pusic wieder im Gegenangriff. Xhaka schickt Bakambu, aber da hat er ein bisschen ihn unterschätzt und vergessen, dass er schon 30 ist und halt nicht mehr so rennt wie früher. Wobei ein Jamie Vardy halt auch noch so schnell ist. Pusic. Schön auf Bakambu. Jetzt macht er ihn. Zweites Saisontor für den Bruder. Sehr stark.
So, dann machen wir jetzt mal ganz kurz unsere ersten Wechsel. Und zwar für Haidari kommt Sotka. Für Fastic kommt Insufi. Basic oder Pululu und Moos. Wir probieren mal Basic statt Mestre. Als defensiven Linksaußen. Mal gucken, ob er es kann. Wir werden sehen. Basic, Pusic. Jetzt da schön durch bei Kambu. Den Rückfall. Auf du Lau, Digga. Der schießt das Field Goal. Bester Mann. Ja, Xhaka können wir dann theoretisch schon mal rausholen. Und Kululu geben wir noch mal ein bisschen Spielzeit. Hier kommt Fabian frei. Und Pululu kommt über Kambu als Knipser. Ja, schauen wir dann mal, ne? Bisschen ist noch zu gehen, vielleicht noch ein Cabral-Tor wäre ganz wichtig. Für die Torjägerkanone. Ich weiß gar nicht, was in der Schweiz ist. Aber halt für den Preis, für den besten Torjäger. Aber wie es aussieht, verwalten wir hier einfach nur hinten. Ne, Cabral will nochmal Tempo machen. Der weiß, ich brauche das Tor. Oh, Vasic wieder ein 1 gegen 1 gegen Tor. Macht ihn auch nicht. Also 100%ige müsste unsere Bilanz irgendwo bei 20% liegen. Oh, Digga, was ist das denn? Fabian, Bruder, das muss doch jetzt nicht sein. Am letzten Spieltag bei einer 2-0-Führung gegen Tabellenletzten, der eh schon abgestiegen ist. Also da nochmal ein Umtreten, das ist halt wirklich das Unnötigste, was es gibt. Da müssen wir ihm als Trainer auch nochmal maßregeln. Walter mit dem Abschluss und das war's dann jetzt. Ich schuhe darf nochmal. Ne, darf er nicht mehr. Ja. 2-0 die Cabral bei Kambu, Cabral in Ordnung, das Spiel halt ein bisschen besser sein. Ja, wobei, ist eigentlich gut. Kululu, naja, zu viel gut. 3 Abdullahu Vasic in Ordnung, Kusic stark. Defensive wieder sehr gut. Akambu sehr, sehr stark. Mestre okay. Xhaka Haidari war okay. Und Fasic ebenso. Bin zufrieden mit der Ergebnissen, weißt du. Müssen wir jetzt keine Faxen mehr machen. Am letzten Spieltag, wir sind mit 12 Punkten Abstand Meister geworden. Durchaus in Ordnung. Bern hat gewonnen gegen St. Gallen, bleibt damit auf Rang 4. Und Lugano hat noch verloren gegen Serie FC und hat unentschieden gespielt. Damit Lugano in der Relegation. Lausanne gewinnt nochmal gegen Zürich, aber das ist relativ wenig aussagekräftig. Ja. So, und dann sind die Jungs jetzt im Urlaub. Machen wir nochmal ganz kurz hier. Soziales Engagement rein. So wie immer. Und abends machen wir noch. Gehen wir zusammen ein Saufen für den Teamgeist. So soll es doch sein. Und dann können sie in den Urlaub gehen. Ungefähr der Sieg 2-0. Haidari lässt in Kraft treten einer Klausel aus. Akambu sehr stark. Jetzt aber erstmal Urlaub, da wird an nichts angeknüpft. So. Jetzt warten wir bis Montag, da machen wir eine kleine Analyse. Beziehungsweise dann die große Analyse. Ja, Saisonrückblick. Wir sind Meister geworden. Die Neuzugänge, hallo? Warte kurz. Die Neuzugänge. Auf dem Transfermarkt ging es hoch her. Man darf mit Sicherheit sagen, dass gute Arbeit geleistet und wichtige Neuverpflichtungen getätigt wurden, die einen großen Beitrag zu dieser erfolgreichen Saison geleistet haben. So sieht's aus. Zum Beispiel Ristic. Zum Beispiel
Raska, zum Beispiel Haidari, zum Beispiel Bakambu, zum Beispiel Pusic, zum Beispiel Mekka, zum Beispiel Wilmot, Basic, Sotka, etc. Saisonbilanz. Ja, drei Niederlagen, die letzte war unnötig gegen Servet Genf. Das war okay. Hier hatten wir eine unglaubliche Siegesserie. Da gab es Unentschieden gegen Sion und die Niederlage gegen Luzern. Und danach war es dann alles ein bisschen holpriger. Ist okay, glaube ich. Champions League. Über die Gruppenphase möchte ich nicht so gerne reden. Die Quali haben wir auf jeden Fall easy gepackt. Ja, Gruppenphase brauchen wir nicht drüber reden. Schweizer Pokal möchte ich auch nicht drüber reden. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ja. Jeweils 75% ausverkauftes Stadion oder es zählt halt einfach für alles. Okay, erinnerungswürdige Momente. Höchster Sieg 6-0 gegen Neuchâtel, die Armen mit dem Hattrick von Vasic. Nachdem er eingewechselt wurde, war es glaube ich sogar, ne? Denkwürdigstes Spiel 4-1 gegen Karabakh. Okay. Vor der Saison von Cabral, indem er den Alleingang mit einem harten Flachschuss, bla bla. Finanzen. Keine neue Sponsoring-Verträge. Aber Sponsoren sind trotzdem hochgegangen. Fernsehgelder sind hochgegangen. Einrichtung zur Bewertung ist hochgegangen. Preisgelder sind hochgegangen. Und Speisen und Getränke ist hochgegangen. Sehr gut. Cabral, Bakambu und Mecca, Xhaka, die hauptverkauften Trikots. Bakambu dafür, dass er so kurz erst da ist, ist schon sehr krass. Oder ist es halt nach prozentualem Anteil? Merchandise-Verkäufe 3,69 Millionen. Boah. Häufigste Aufstellung: Cabral, Polulu, Pusic, Sufi, Bunyaku, Xhaka, Haidari, Lovink, Ristic, Isufi, Pettersen. Isufi hat eher, weil Widmer die ganze Zeit verletzt war, beziehungsweise häufiger verletzt war. Sufi weiß gar nicht warum. Und Pululu am Anfang der Saison, ja. Die Ehrungen, Trainerauszeichnung. Yes. Spieler der Saison Cabral, Talent der Saison Cabral mit seinen 24, Neuzugang Pusic, Tor der Saison Cabral, Top-Torschütze Cabral, meiste Vorlagen Bunyaku, häufigster Spieler des Spiels Cabral, höchste Durchschnittswertung Cabral, Most Passes Completed per 90 Minutes Raska, Wettbewerbsauszeichnung. Torschützenkönig der Super League, Cabral. Spieler des Jahres der Super League, Cabral. Torjäger des Jahres, der Spieler der Raiffeisen Super League, Cabral. Mittelfeldspieler des Jahres der Raiffeisen Super League, Zufi. Okay. Da hat er gar nicht mal so viel gespielt, ne? Okay. Nehmen wir so mit. Verteidiger, nee, Super League Talent des Jahres. Bunyaku, Torhüter des Jahres Petersen, Verteidiger des Jahres Wilmot. Digga, haben die alle gesoffen? Warum Wilmot und Zufi? Okay. Recordbreaker, Rekordbrecher. Meiste Tore eines Spielers in der Saison, Cabral mit 34. Meiste Ligatore eines Spielers, Cabral mit 25. Meiste Tore eines Spielers in einem Spiel, Cabral mit 4. Meiste Tore eines Spielers in einem Spiel, in einem Ligaspiel, Cabral mit 4. Meiste weiße Westen eines Spielers, 22 von Pettersen. Unfairster Spieler Wilmot mit 2 roten, 8 gelben Karten. Jüngster Spieler Willi. Ältester Spieler Frey. Ältester Torschütze ebenfalls Frey. Geschichte geschrieben. Nachdem die Elf gleich in der Füße ins Rollen schien, ist schwer, sie noch aufzuhalten. So sieht's aus. Bestätigen. So, perfekt, das war's. Spieler in bester Elf aller Zeiten aufgenommen. Und zwar Ristic, Raskin, Petersen, Bunyaku, Haidari, Lovink, Pusic, Isufi, bla bla bla. Ja, Roche war halt nicht zu verdrängen, genauso wie Tschömert und Cecrova. Der Rest mittlerweile nur noch mit aktuellen Spielern. Saisonrückblick. Ja, sehr starke Saison. Schlechtes Gegneranalyse für die Saison. Offensiv viel besser kann das werden, defensiv war okay. Meeting über Vereinsziele und Erwartungen.
Ende nächster Saison. Playoff erreichen. Ausbau. Das passt so. Update zum Mannschaftsgefüge. Zufi, Frey, Xhaka ganz oben. Cabral, Widmer, Polulu darunter. Lindner, Pettersen, Sotka, Bakambu, Wilmot, Mekka, Raskin, Ristic, Pusic. Okay. Mannschaftssitzung am Saisonende. Pläne für nächste Saison. Ja, nichts weniger als die Titelverteidigung. Perfekt. K.O.-Phase der Champions League? Ja. Soweit ihr zurück seid, reden wir über die Versprechen für die neue Saison. Sehr gut. Teambericht für die neue Saison. Ja, das ist halt Stier. Etwas soll bei der Abschlag erläutern. Linke Verteidigerseite wäre sinnvoll, breiter aufzustellen. Das heißt, der Elfriede sind die Qualität. Häufig verletzt. Sechsmal Musiali Mestre. Ja gut, war es jetzt schon fünfmal. Aber längste 3 Tage. Also da haben wir jetzt keinen, der wirklich jetzt arg anfällig war. Passt, Kader ist im Urlaub. Nach Analyse vom Spiel interessiert uns wenig. So. Ende der aktuellen Periode der Dings, wir sind in Fairplay-Steuerrechnung 8,25 Millionen. Einnahmen, die Vereins bekannt gegeben hat, 1 Million an Mitgliedsbeiträgen. Okay. Das haben wir schon gesehen. Oh, hier ist Bakambu auf einmal nicht mehr drin. Neues Scouting-Budget weltweit passt. Benedikt Ausbau der Trainingseinrichtung bekannt. Yes. Und das ohne, dass wir was gesagt haben. Yes, danke. Oh. Sean ist bei Young Boys Bern entlassen worden. Bitter. Sehr, sehr bitter. Wir haben keinen einzigen für die Euroleague. Wir haben nur Eurocup 2. Das ist ja saubehindert. Wir schauen uns erstmal die Liga nochmal kurz an. Hier Playoff gegen Lugano Schaffhausen läuft noch, aber das ist ja erstmal uninteressant für uns. Hier haben wir an sich dann doch dominiert mit 12 Punkten vorne. Aber gerade die 3 Niederlagen und die 6 Unentschieden haben dann doch ein bisschen von unserer Schwäche gezeugt, muss man ehrlicherweise so sagen. Da waren wir nicht ganz so souverän wie letztes Jahr. Ich meine, da hatten wir nur 6 Punkte mehr. Okay, ich hätte es ein bisschen mehr erwartet. Da hatten wir nur einmal verloren. Gegentore 17 ist natürlich überragend. Auch wenn da am Ende ganz schön viel dazugekommen sind. Ich glaube, wir hatten 5 oder so zur Saisonhälfte. Aber das ist trotzdem noch eine überragende Anzahl. 78 geschossene Tore. 4 weniger als letztes Jahr. Aber trotzdem, das lag dann auch eher am Ende. Ja, das war dann auch eher gegen Ende der Saison, wo wir dann eben die ein oder andere Gegentore bekommen haben. Und, nee, so, sorry. Das war eher gegen Ende der Saison, wo wir dann eben nicht mehr die ganz hohen Siege erzielt haben. Aber ich glaube, letztendlich dann doch mehr oder weniger souverän Meister geworden. Servette Genf auf Platz 2, Luzern auf Platz 3. Young Boys Bern, dadurch, dass Luzern den Pokal gewonnen hat, auch noch auf Platz 4 qualifiziert für die Challenge League, ne, Conference League. Ja, St. Gallen leider diesmal leer ausgegangen, hat aber dann auch die Saison über leider nicht gereicht. Die entscheidenden Spiele am Ende haben sie dann verloren. Lausanne ist okay so. Zürich vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen, wobei die letztes Jahr, ja, das sind sie immerhin Fünfter geworden. Okay, Sion. Gut, hat sich dann am Ende nochmal gerettet. Lugano leider zu spät aufgewacht. Die hatten ja nochmal einen ganz guten Lauf am Ende. Und ja, Neuchâtel, die hatten überhaupt keine Chance.
101 Gegentore. 17 davon von Luzern bekommen. 16 von Servette Genf, 15 von uns und Bern. Das tut halt arg weh, ne? Das tut halt echt arg weh. Wir haben 33 geschossen, aber es sind auch die wenigsten der Liga. Ja, für die war es wohl nichts mit erster Liga. Dann Arthur Cabral, Torschützenkönig geworden, mit drei anderen zusammen, mit zwei anderen zusammen, mit Darian Mahles und mit Rafa Mir. Mahles sehr ordentlich. So, unsere Wunschliste und Rafa Mir sieht da auch ganz gut aus. Müssen wir uns eh überlegen, ob wir dann, wenn wir nächstes Jahr öfter mal Dreierkette spielen, nicht doch uns noch einen zweiten richtig guten Schema zulegen, obwohl wir ja eigentlich Bakambu jetzt haben. Durchschnittsnote Cabral am höchsten, dann Tassa und Custodio. Konjatsufi bei den Torvorlagen noch dabei, Petersen 18 mal zu 0, sehr stark. Hätte sogar noch ein, zwei mehr machen können, wenn nicht Willi und Habibi Lindner ihre Einsätze bekommen hätten. Zweite Liga, Krasobas Zürich kommen wieder hoch. Das ist sehr gut, weil die gehören einfach in die erste Liga. Ja, machen es nicht wie der HSV und bleiben in der zweiten Liga hängen. Obwohl sie da jetzt dann doch im dritten Jahr erst wieder aufgestiegen sind, aber gut. Schaffhausen hat es tatsächlich noch auf dem Playoff-Platz geschafft, das ist stark. Die haben auch noch einen Leihspieler von uns, glaube ich. Die haben Dura, der hat, oh, der ist Stammspieler dort. Holy shit. Und geht zu St. Gallen. Und sonst haben sie aber Krasniqi, ist glaube ich nicht von uns. Ne, der ist von Zürich. Okay. Vaduz Vierter geworden, aber hat sich durch den Pokalfinale ich weiß, haben die sich denn für die Euro für die Dings qualifiziert? Als ob die sich durch den Schmutzcup qualifiziert haben. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Runde der Conference League. What the fuck? Was ist denn das für eine Regelung? Aber was ist das für ein Schmutzpokal, Digga? Was sind denn da für Mannschaften dabei? Das bringt ja gar nichts, Digga. Spielen die zweite Liga in der Schweiz, aber dürfen Conference League spielen. Junge, Schmutz. Gut, Aarau mal wieder nicht geschafft, wie letztes Jahr auch schon. Da sind sie sogar noch Achter geworden. Ne, das sind sie. Das war die Saison davor. Da sind sie nämlich Zweiter geworden. Haben sie in der Relegation verkackt. Jetzt sogar noch während der regulären Spielzeit verkackt. Lyon geht runter. Die haben Levante von uns, der Arme. Okay. Vesco, Torschützenkönig, du Maschine. Stark, 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 stark. Okay. Dann schauen wir uns, was schauen wir uns als erstes an? Champions League ist ja nichts geworden, das wissen wir alle, haben wir ja alle verfolgt. Finanzen sieht sehr gut aus. Seit wir da sind, hier August 2020, waren wir bei, sag ich mir mal bitte an, keine Ahnung, 8, 9 Millionen. Ah, hier hinten jetzt angezeigt. 7 Millionen. Und sind mittlerweile bei 70 Millionen, einfach verzehnfacht den Wert. Ja, kann man so machen, ne? Dann schauen wir jetzt mal, ob von denen hier jemand in Betracht kommt für die erste Mannschaft. Wahrscheinlich eher nicht. Ob von der U18 jemand in Betracht kommt. Sieht auch nicht ganz so aus. Iseli wird dann noch ein Jahr bleiben. Delgado. Nefic wahrscheinlich auch. Der hat schon wieder ein bisschen Potenzial verloren. Das schwankt aber auch extrem bei denen. Delgado im Moment mit dem besten Potenzial. Okay, und in der U18 ist U18-2 ist da sowieso keiner dabei.